Wir kennen Crossovers vor allem von Fortnite und Call of Duty, wenn Charaktere aus anderen Games oder Filmen in unseren Spielen landen. Wenn sich die Universen unserer Lieblingsgames überschneiden, schlagen unsere Gamerherzen höher. Aber nicht nur wir Gamer freuen uns, denn oft profitieren auch die Partner des Crossovers davon. Wir zeigen euch diese Woche die Top 10 Crossovers im E-Sport. Viel Spaß! Platz 10. Wir starten mit einem Crossover, das wahrscheinlich kaum jemand auf dem Schirm hat. Das Avatar-Crossover in Smite. Smite ist bekannt für seine Crossovers mit anderen Franchises, aber das Avatar-Crossover von 2020 war besonders erfolgreich. Fans konnten als Aang, Korra und Zuko aus der beliebten Zeichentrickserie spielen. Die Skins waren so gut gemacht, dass sie sogar Spieler dazu gebracht haben, zum Spiel zurückzukehren. Das Crossover wurde von der Community gefeiert und es kam so gut an, dass sogar erst vor kurzem noch mehr Skins aus dem Avatar-Universum ihren Weg in das Game gefunden haben. Platz 9. Das Crossover von Rainbow Six Siege mit Splinter Cell war für die Spieler damals wie ein Geschenk des Himmels. Sam Fisher ist einer der ikonischsten Charaktere in der Geschichte des Gamings und er ist einfach perfekt für die Rolle eines Operators in Siege geeignet. Fischers Kit ist vollgepackt mit Splinter Cell-Referenzen, darunter seine Primärwaffe, die SC-3000K und der Rest seiner Ausrüstung mit der C4-Ladung und der EMP-Granate. Manche Charaktere sind einfach dazu geboren, Operator in First-Person-Shootern zu werden. Platz 8. In der Welt der Ego-Shooter gibt es nur wenige Waffen, die so beliebt sind wie die Operator. In Counter-Strike ist die Sniper der Waffenpick für Profispieler schlechthin. Und sie hat schon für unzählige legendäre Momente im E-Sport gesorgt. Als Riot Games seinen Taktik-Shooter Valorant entwickelt hat, war es nur eine Frage der Zeit, bis die Operator ihren Weg ins Spiel finden würde. Und so kam es, dass Valorant sein eigenes OP-Scharfschützengewehr bekommen hat, das dem Original aus Counter-Strike bis auf den Namen nachempfunden ist. Die Orb war von Anfang an eine umstrittene Waffe. Sie war einfach zu mächtig und konnte Matches im Handumdrehen entscheiden. Riot Games hat sie in den letzten Jahren oft genervt, aber sie ist immer noch eine der stärksten Waffen im Game. Platz 7. Das Crossover mit Solid Snake war ein Wendepunkt in der Geschichte von Super Smash Bros. Er war der erste Nicht-Nintendo-Charakter, der ins Game aufgenommen wurde und hat damit die Tür für eine neue Ära der Crossovers geöffnet. Eigentlich hat Snake nicht so wirklich in ein Nintendo-Game reingepasst. Er ist ein grauhaariger Kriegsveteran, der in einer Welt von Cartoon-Figuren etwas fehl am Platz gewirkt hat. Aber er war ein Zeichen dafür, dass Super Smash Bros. Mehr sein wollte als nur ein Spiel für Kinder. Snake war ein großer Erfolg bei den Fans und hat zu einer Welle von neuen Crossovers geführt. Sonic, Bayonetta, Cloud und Minecraft Steve sind nur einige der Charaktere, die dank Snake in Super Smash Bros. Aufgenommen wurden. Platz 6. Der erste Crossover-Charakter, der sich dem Fighter-Pool von Tekken 7 angeschlossen hat, war Akuma. Und er war mehr als nur ein lustiger Fanservice, mit dem man herumspielen konnte. Er hat die Regeln von Tekken gebrochen und neue Mechanics eingeführt, die das Spiel für immer verändern sollten. Akuma hat seinen Super-Meter und Focus-Attack-Dash-Cancel aus Street Fighter in Tekken übernommen, was die Spieler dazu gezwungen hat, ihre Spielweise zu überdenken, wenn sie gegen ihn gespielt haben. Der Spieler Super Akuma war einer der Besten, der gezeigt hat, wie stark Akuma wirklich war. Aber erst 2019, als Pakistan in der Tekken-Szene für Furore gesorgt hat, wurde allen klar, wie stark dieser Crossover-Charakter wirklich ist. Platz 5. Mortal Kombat ist bekannt für seine Crossovers mit anderen Franchises, aber seine Besessenheit von 80er-Jahre-Actionfilmen ist besonders wild. Wer hätte sich jemals vorstellen können, dass Rambo, Terminator und Robocop gegen magische Monster mit übermenschlichen Fähigkeiten kämpfen würden? Es ist nicht das erste Mal, dass Mortal Kombat mit 80er-Jahre-Actionfilmen zusammenarbeitet. In Mortal Kombat X gab es auch Charaktere wie Predator und wer weiß schon, welche verrückten Crossovers noch auf uns zukommen werden. Platz 4. Fortnite hat schon mit so ziemlich jedem Franchise zusammengearbeitet. Aber vor allem sein Crossover mit Marvel ist das größte und wichtigste. Das erste Crossover gab es 2018, gleichzeitig mit der Veröffentlichung von Infinity War. Die Spieler konnten als Thanos spielen und die Insel mit seinen Infinity-Steinen verwüsten. Seitdem gab es so viele Crossovers, darunter auch ein zweites Thanos-Event mit ziemlich vielen Marvel-Skins und sogar ein Galactus-Event, das die neue Season eingeleitet hat. Es ist ein Konzept, an dem Fortnite auf jeden Fall dranbleiben wird und natürlich lieben auch die Fans diese Crossovers.
Platz 3. Wie ihr sicher wisst, haben MOBA-Spiele wie Dota 2, League of Legends und Heroes of the Storm eins gemeinsam. Sie alle basieren auf Charakteren aus Warcraft. Das ursprüngliche Dota war ein Mod für Warcraft 3, also haben die Entwickler einfach die Charaktermodelle aus dem Spiel übernommen. In Dota 2 hat Valve die Namen der Charaktere dann etwas verändert, damit ihnen Blizzard nicht auf die Finger haut, aber die Ähnlichkeiten waren immer noch offensichtlich. Da auch League of Legends von ehemaligen Dota-Entwicklern gemacht wurde, sehen einige der frühen LoL-Champions auch aus wie direkte Kopien von Dota-Charakteren. Als Beispiel muss man sich nur mal Corki ansehen, der eindeutig Gyrokopter nachempfunden wurde. Oder Ashe, die einfach aussieht wie die Tochter von Drowranger. Die hat übrigens wiederum Ähnlichkeit mit Warcraft Sylvana. Tja, wie sagt man so schön? Never change a running system, richtig? Platz 2. Riot Games ist bekannt für seine innovativen Marketingkampagnen. Aber das K-Pop-Crossover KDA war ein ganz besonderes Highlight. KDA ist eine virtuelle Girlgroup, die sich aus den League of Legends Champions Ahri, Evelynn, Kaiser und Akali zusammensetzt. Die Gruppe wurde 2018 gegründet und hat ihre Debütsingle Popstars im Rahmen der League of Legends Worlds veröffentlicht. Der Song war ein sofortiger Erfolg und hatte in weniger als 48 Stunden 13 Millionen Aufrufe auf YouTube. KDA wurde schnell zu einem globalen Phänomen und ist ein perfektes Beispiel für die Macht von Crossovers. Die Kombination aus League of Legends und K-Pop war ein unschlagbarer Erfolg. Dieses Crossover hat die Welt des Gamings und der Musik im Sturm erobert und neue Maßstäbe gesetzt. Platz 1. Ryu ist eine der ikonischsten Charaktere in der Geschichte des Gamings. Er ist der Fighter der Street Fighter-Reihe und hat in den letzten 30 Jahren in unzähligen Videospielen mitgewirkt. Ryu ist nicht nur in anderen Fighting Games wie Marvel vs. Capcom und Super Smash Bros. Aufgetaucht, sondern auch in anderen Genres wie Card Games und Gacha-Spielen. Er ist sogar in einem Power Ranger-Crossover aufgetaucht. Ryus Erfolg als Crossover-Charakter ist ein Beweis für seine Popularität und Beliebtheit. Er ist eine echte Gaming-Ikone, die Generationen von Spielern begeistert hat und wird uns wahrscheinlich noch öfter in allen möglichen Games über den Weg laufen. Crossovers können wirklich etwas Besonderes sein, weil sie unsere fiktiven Lieblingswelten miteinander vereinen. Schreibt mal in die Kommentare, was eure Lieblings-Crossovers sind. Wie immer freuen wir uns über ein Like, euer Feedback und wenn ihr noch mehr von uns sehen wollt, abonniert einfach den Channel. Wir sehen uns nächste Woche.